Heute zeigen wir euch, wie ihr euch in 10 schnellen Schritten ganz einfach für den Alltag schminken könnt. Seid gespannt auf den Vorher-Nachher-Vergleich am Schluss. Schritt 1. Decke dunkle Stellen und kleine Hautunreinheiten punktuell mit dem Concealer ab. Den Make-up-Duo-Stick könnt ihr großflächiger anwenden. Zuerst auftragen und dann mit dem Finger verwischen. Schritt 2. Tragt das Firming-Make-up einfach mit der Hand auf. So legt sich die Farbe am besten auf die Haut. Die Farbe passt sich dem Hautton an und hinterlässt keine Ränder im Gesicht. Das Make-up hält den ganzen Tag und färbt auch nicht auf weißer Kleidung ab. Schritt 3. Trag den Kajal Eyeliner Nummer 21 strichweise auf die Härchen auf. Verwisch die Farbe leicht mit dem Finger. Fehlende Härchen werden aufgefüllt und korrigiert. Schritt 4. Tragt nun den Kajal strichweise am unteren Wimpernkranz auf. Die Mine ist so weich, dass ihr gar nicht fest drücken müsst. Nach 5 Minuten ist die Farbe dann wisch- und wasserfest. Schritt 5. Verwendet jetzt den gleichen Stift als Eyeliner. Tragt ihn so nah wie möglich über den Wimpern auf. Für einen einfachen und effektiven Schminkeffekt kombiniert die dunkle Farbe mit dem Kajal Eyeliner Nummer 14 Champagner. Mit dieser Farbe könnt ihr auch Highlights am Augenwinkel setzen. Verstärkt die Farbe nochmal für mehr Ausdruck. Schritt 6. Zu jedem Augen-Make-up gehört als Finish Mascara. Schritt 7. Um glänzende Hautstellen zu mattieren, pudert euer Gesicht mit einem großen Pinsel ab. Schritt 8. Mit etwas Rouge zaubert ihr euch noch mehr Frische ins Gesicht. Schritt 9. Formt und betont eure Lippen mit einem Konturenstift. Schritt 10. Bringt euren Mund mit einem Lipstick mit Gloss-Effekt zum Strahlen. Hat's euch gefallen? Wir freuen uns total auf eure Kommentare und ob's euch wirklich geholfen hat. Abonniert unseren Kanal und besucht unseren Shop. Es warten tolle Angebote auf euch.